wie der Terrenia La Macha in der wunderschönen Region Ascona Locarno. Es ist ein Paradies. Ich kann es kaum erwarten, alles entdecken, was da so gibt. Wir starten im Reisfeld. Ich glaube, der Fabio wartet schon auf mich. Dort hinten ist er. Kommt mit. Ciao, Fabio! Fabio, es ist so schön hier. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind so auf einem Bauernhof mitten in der Stadt. Es ist ein Paradies. Kannst du mir sagen, wo sind wir da? Was ist das? Katharina, willkommen in Ascona, auf dem Betrieb Terrenia La Maggia. Ja, das stimmt. Wir sind zwischen Ascona und Locarno, auf dem Delta von Lago Maggiore. Was baut ihr da alles an? Wie du siehst, rundum haben wir auf unserem Betrieb Weinberge. Mhm. Reis, gerade dahinter haben wir ein Feld. Wow. Und auf unsere etwa 100 Hektaren, die im Bau stehen, haben wir auch Hartweizen, Braugerste und Mais, die wir brauchen für den Polentenbau. Cool. Hey, Reis ist ja unser Thema heute. Wir kochen später einen kleinen Risotto. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie ein Schweizer Reisfeld gesehen. Zeigst du mir das mal? Bitte, komm mit mir. Danke. Das ist unser Reis. Wow. Wie du siehst, bauen wir trocken. Wir haben dieses Jahr, wie du siehst, auch mehrere Unkräuter, weil wir sind dran zu versuchen, die chemische Bekämpfung langsam zu verlassen und in Richtung einer mechanischen Bekämpfung Das Reis weiter anzubauen. In welchem Produktionszyklus befinden wir uns jetzt mit dem Reis? Mit dem Anbau gehen wir ziemlich länger im Herbst. Mhm. Dafür brauchen wir nicht größere Sorten, die nachher mit Wind oder schlechtem Wetter picken und bringen den Ertrag mit sich. Ist das denn jetzt auch der Risotto-Reis, den wir heute zum Kochen brauchen? Das ist das. Oh, das haben wir. Wir müssen noch ein bisschen warten, genau, oder? Ein bisschen. Unsere Berge. Wow, so schön. Und wie viele Hektare haben wir denn da vom Wein? Da haben wir etwas 9,5 Hektaren. Ja. Die sind auf dem Betrieb, die stehen auch auf dem Delta. Ich würde die Trauben sehr gerne mal von näherem anschauen. Zeigst du mir die mal? Komm mir bitte. Ja, sehr gut. Jetzt wissen wir, wo der Wein herkommt. Jetzt geben wir aber gut einen Risotto, oder? Risotto. Sehr gerne. Zeigst du mir, wo der ist? Wir gehen noch ein mega feines Tomatenrisotto kochen. Ich freue mich schon sehr. Danke vielmals für deine Zeit. Tschüss, Fabio. Ciao. Wir sind bereit hier. Wir haben unsere wunderschöne Outdoor Kitchen aufgebaut, mitten in der Region Ascona Locarno. Wir kochen heute ein ganz feines Betty Bossi Rezept, und zwar ein Tomatenrisotto mit dem Reis von hier, mit feiner Luganighetta. Heute kann ich aber nicht allein kochen, ich komme mega wertvolle Unterstützung über, und zwar vom Gaetano. Er kocht im Hotel Castello del Sole und ich freue mich mega, ist er jetzt hier. Ciao, Gaetano! Buongiorno, Katrin! Buongiorno! Willst du starten? Sì. Inizio io con le cipolle, vai tranquilla. Sì, grazie. Magari te puoi aprire il vino, che dici? Ah sì, perfetto. Eh? È già un bel paradiso, no? Bellissimo il pane. Sì. Come un po' di olio in pane. Mm. Siamo ready per il riso? Siamo pronti per il riso. Tutto? La cipolla è ben tostata, sì, per quattro persone. Wir haben heute mega bene Sherry Tomatli. Ablösche. Al vino bianco, qui. Adesso, va bene? Oh no. Questo è il rumore giusto. Pizzuglio. Grazie, c'è super. Sono beati con le tomate? Sì, io sono pronto. Gaetano, was ist dein Geheimtipp für ein richtig feines Risotto? È un segreto importante per il risotto. È sempre avere un buon brodo. Mm-hmm. Perché quella è la base proprio per il risotto. Wow. Also, er macht Risotto fertig, ich tue noch ein bisschen Basilikum da. Fein schneiden. Adesso? Sì, grazie. So. Parmigiano. Parmigiano. Sieht richtig gut aus. Also, ich habe Hunger bekommen. Hast du auch Hunger? Ja. Ich bin schon warm. Wow. Komm, wir machen mal einen Teller parat, dann können wir das probieren. Wow. Andiamo a mangiare. Andiamo. Andiamo. Komm. Ich bin schon mega gespannt.
aufs Risotto. Wir haben einen wunderschönen Tag heute gehabt in der Region Ascona Lugano. Ich bin ein bisschen verzaubert. Muss ich ehrlich sagen, es war ein ganz schöner Tag. Wir haben so fein gekocht. Wir haben Reis, der nebendran auf dem Feld wächst, jetzt bei uns auf dem Teller. Ich würde sagen, wir probieren es. Kommt doch auch mal hier hin und probiert das Rezept aus. Und wir hauen jetzt rein. Einen guten. Buon Appetito. Buon Appetito. Du hast gut gekocht heute. Grazie mille. Sehr fein.